Es ist eine detaillierte Dokumentation eines der spektakulärsten Finanzprozesse der vergangenen Jahre. Die Journalistin und Finanzexpertin Dani Patum hat ein Jahr lang den Prozess gegen die Vorstände der HSH Nordbank beobachtet, akribisch protokolliert und ihre Eindrücke im Internet geblockt. Diese Aufzeichnungen hat die 46-Jährige nun in einem Buch mit Sprengkraft veröffentlicht. Ich möchte, dass man das nachlesen kann, und zwar kompakt, weil sich dadurch ziemlich gut zeigt, dass die HSH Nordbank kein Opfer der Finanzkrise geworden ist, sondern im Grunde ein Opfer der Führungskräfte, der Vorstände und der Aufsichtsräte, weil sie die Rahmenbedingungen nicht richtig gesetzt haben, weil sie im Grunde aus dem Blick verloren haben, warum sie überhaupt da sind als Bank. Die HSH Nordbank war zum Erscheinen des Buches nicht zu einer Stellungnahme bereit. Man wolle sich nicht zu bereits ausgeschiedenen Führungskräften äußern, so eine Sprecherin der Bank. Ein riskantes Finanzgeschäft namens Omega 55 um den damaligen Finanzvorstand Dirk Jens Nonnenmacher stand im Fokus der Ermittler. Das folgenschwere Omega 55 brachte die Landesbank in eine Notsituation. Die Nordländer Hamburg und Schleswig-Holstein bürgten mit Milliardengarantien auf Kosten der Steuerzahler. Der von der Presse nur Dr. No genannte Nonnenmacher beteuerte vor Gericht, stets sorgfältig und gewissenhaft im Sinne der Bank gehandelt zu haben. Er hat relativ kurze Zeit, nachdem er in die Bank Oktober 2007 gekommen ist, erkannt, dass da Schwächen in der Organisation im Risikomanagement sind. Wie kann er dann so ein Geschäft, umfangreiches Geschäft, in einer wirklich extrem unübersichtlichen Lage Ende 2007 nur zur Kenntnis nehmen? Das macht kein sorgfältiger Manager und Vorstand. Die sechs Ex-Vorstände der Bank wurden im Juli 2014 vom Vorwurf der Untreue überraschend freigesprochen. Die Pflichtverletzungen der Angeklagten seien vorhanden, aber nicht schwerwiegend genug für eine Verurteilung, so der Richter. Völlig unverständlich, warum das Gericht die Aufsichtsräte, das heißt die Vorgesetzten und die Kontrolleure des Vorstands, nicht gehört hat. Nachdem die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein für die milliardenschwere Rettung der Nordbank stimmten, trat der damalige Kieler Wirtschaftsminister Werner Manett aus Sorge vor den unüberschaubaren Risiken der Rettungsaktion zurück. Die Krise bei der HSH Nordbank sei noch lange nicht ausgestanden, sagt er. Wenn man die Bank jetzt so weiterwursteln lässt, wie ich das nenne, dann werden mit Sicherheit nochmals zweistellige Milliardenbeträge hinzukommen. Und das führt Hamburg und Schleswig-Holstein an die Grenze der finanziellen Belastbarkeit. Dani Patum möchte mit ihrem Buch nicht nur eine Kollektion von Eindrücken eines aufsehenerregenden Finanzprozesses schildern, sondern die gesellschaftliche Diskussion dort neu entfachen, wo die Politik versagt habe.